Hi Leute und willkommen zum zweiten interaktiven Kochvideo. Wurde auch langsam Zeit. Das erste ist ja jetzt auch schon, glaube ich, 1,5 Jahre her oder so. Und diesmal wisst ihr, durftet ihr entscheiden, welche Zutaten verwendet werden sollen. Und zwar sind das Grünkohl, Kartoffeln, Brokkoli, Tomaten und Avocado. Und wie beim letzten könnt ihr euch wieder jeweils 2 Zutaten aussuchen und dann wird daraus was Schönes gekocht. Ja, ihr müsst einfach nur auf eins von den 5 raufklicken und dann geht's weiter. Einfach nur hier irgendwo raufklicken. Also mit dem Mauszeiger einfach hier da oder da oder da irgendwo raufklicken und dann geht's weiter. Soll ich noch irgendwas erzählen oder worauf wartet ihr jetzt? Der Grünkohl wurde ja ausgelost zum Schluss. Also es waren die Zutaten, die nur einmal gewählt wurden. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr wer. Irgendwer hat sich das ausgesucht. Und der wurde dann gezogen. Deswegen musste auch bis jetzt warten, sonst hätte ich schon wahrscheinlich im Sommer oder so das schon fertig gemacht. In einem Sommer Grünkohl kriegen ist so ein bisschen schwierig irgendwie. Eigentlich wäre da auch noch was anderes dabei gewesen, ich glaube Tofu. Und ich hatte auch gesagt, nur eine Zutat, die auch im letzten interaktiven Kochvideo drin waren, das waren die Kartoffeln. Denn sonst hätte es nochmal Tofu und Kartoffeln gegeben, also macht das keinen Sinn so wirklich. Ja, okay, jetzt könnt ihr langsam mal so aufklicken. Da, da, da.
Dauert noch ein bisschen, ne? Was? Wenn ihr so lange braucht, dann kann ich auch nebenbei was anderes machen. Also. Post mal bei Facebook, was ich gerade mache. Mache gerade das interaktive Kochvideo. Die Leute wollen schon wieder nicht klicken und warten einfach, ob ich noch was Lustiges mache. So, wie findet ihr das? So. Mal gucken, was da jetzt kommt. Was ist? Ihr könnt ja nochmal gucken, wer sich den Grünkohl gewünscht hat. Wo ihr jetzt eh da seid. Ich weiß ja genau, was er geschrieben hat. Grünkohl an die Sonne, das weiß ich noch. Aber wer das geschrieben hat, weiß ich nicht mehr. Warum ist denn? Da. Von Endoy. Ja, Grünkohl an die Sonne von Endoy. Da waren auch andere lustige Vorschläge. Marzipan zum Beispiel, das wäre jetzt ziemlich doof gewesen. Marzipan mit Brokkoli. Gut, dass ich das nicht gezogen habe. Nochmal Marzipan. Couscous, Avocado, Knoblauch, Walnüsse. Buchweizen wäre auch noch gegangen. Das wäre nochmal eine Sättigungsbeilage gewesen, wäre auch nicht schlecht. Erdbeeren. Erdbeeren und Kartoffeln. Nicht so schlecht, dass ich Grünkohl gezogen habe, glaube ich. Habe ich erst gedacht, dass das so ein bisschen schwierig ist mit Grünkohl, aber ich glaube, da hätte es noch schlimmere Möglichkeiten oder schwierigere Möglichkeiten gegeben. Dinkelbier und Granatapfel. Bier, vor allem weil ich so gerne Bier trinke. So, hast du irgendwas geschrieben? Nein, schade. 9.14, wer ist da auch?
bei Facebook am, was ist heute? Mittwoch. So, Oliven, oh Gott, ja, das wäre auch nicht so toll gewesen, also weil ich keine mag. Am besten Oliven und Bier. Chicorée, Leinsamen, Süßkartoffeln, Nudeln. Nudeln wären auch cool gewesen. Litschi, ach du Scheiße. Lasagneplatten. Kartoffellasagne, Brokkolisalasagne, Tomatenlasagne. Okay, Tomatenlasagne ist ja, das wäre ja normale Lasagne. Und Avocado-Lasagne, das finde ich super. Also Brokkoli wäre ganz interessant, bestimmt. Blätterteig, auch cool. Ich würde einfach alles in Blätterteig machen. Jo. Ja, entweder ist keiner online oder keiner versteht die Nachricht und antwortet nicht drauf. Schade, ich dachte, ich kann jetzt was vorlesen hier. Artischockenherzen. Habe ich noch nie, muss ich sagen, habe ich noch nie mitgearbeitet. Also da hätte ich auch ja, mich ganz schön ich sagen, die Zähne ausgebissen, aber hätte ich ganz schön rumprobieren müssen damit erstmal. Harissa, ist das nicht das scharfe Zeug? Also alles einfach in scharfer Soße sozusagen. Hefeflocken. Uiuiuiui. Mandelmus. Ach ja. Die haben mal alle geschrieben, Fenchel ist grässlich. Einer hat geschrieben, Fenchel. Und irgendwie zwei oder drei haben geantwortet, bitte kein Fenchel, Fenchel ist grässlich. Also ich mag Fenchel auch nicht sonderlich. Aber man kann ihn essen, auf jeden Fall. Besser als Oliven. Oder Rettich oder so. Ja, ich habe schon drei bei den Dingen auf Gefällt mir geklickt, aber irgendwie reagiert keiner drauf. Also Hansi Hirsch, Brigitte Jankowski und Tanja Romy gefällt das. Das ist ja schön, dass euch das gefällt. Schade, ich habe keinen Kommentar vorgelesen. Aber noch ein bisschen. Achso, ihr könnt übrigens auch nebenbei noch auf die Zutat klicken, ne? Nicht vergessen. Deswegen seid ihr eigentlich hier, denke ich mal. Hoffe ich doch mal. Das mache ich einfach bisher demnächst einfach immer nur solche Videos, wo ich hier rumsitze und einfach im Internet surfe oder so.
wirklich lang. Ich glaube, 4 Stunden kann da das längste Video auf YouTube sein, wenn ich mich nicht irre. Also 4 Stunden dabei zugucken, das wäre doch klasse. Ja, ja, ja. Und ganz viele haben komischerweise auch die Zutaten vom Essen interaktiven Kochvideo immer wieder gewünscht. Also rote Beete, Kartoffeln. Kartoffeln sind ja auch gewählt worden dann. Tofu. Ja. Dabei meinte ich eigentlich, dass das so wirklich 5 neue Zutaten sein sollen, aber ja. Kartoffeln sind auch beliebt bei den Deutschen eigentlich. Also. Ingwer, oh Gott. Ingwer ist eigentlich ein Gewürz. Oder? Also, das als Hauptzutat zu nehmen, ist natürlich schon ganz schön seltsam. Na gut, man hätte überall ein bisschen Ingwer reinmachen können. Fisolen? Was sind denn Fisolen? Oder ist das ein Tippfehler? Fisolen, tatsächlich. Kenne ich gar nicht. Oh, ich lerne noch was dazu heute. Fisolen Gartenbohne, ach toll. Schreibt doch Bohnen. Ja, schreibt doch Gartenbohne. Grüne Bohne, ah, schreibt doch grüne Bohne. Fisolen. Kennt doch keiner. Ja, Dani See hat jetzt noch auf Gefällt mir geklickt, aber irgendwie. Ja, schade. Antwortet keiner. Ja. Ja, ihr habt irgendwie auch keine Lust, jetzt weiterzumachen. Denn. Ja. Gut. Dann gehe ich jetzt einfach. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.